Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Heute mal ein bisschen anderes Video. Und zwar wollen wir unsere Lernrevolution aufs nächste Level befördern. Wir wollen einfach noch schneller, noch mehr Merkvideos für dich und euch produzieren. Und da brauchen wir vielleicht genau dich. Und zwar geht es darum, wir suchen jemanden für einen Halbtagsjob, der eben bei uns im Team von Happy Hippocampus mitarbeiten wird. Und falls du jetzt sagst, oh, für einen Halbtagsjob habe ich keine Zeit, dann bleib bitte dran, schau dir trotzdem das Video an, weil vielleicht kennst du Leute, die eben genau Interesse daran hätten, was ich dir noch erzähle, was ich dir zu dem Job sage, und vielleicht hast du Freund, Freundin, Bekannte, kennst Ärzte, Ärztinnen und so weiter, wo du sagst, boah, die suchen vielleicht eine Alternative neben ihrem Job in der Klinik, in der Praxis, wo man keine 24-Stunden-Schichten mehr schieben und so weiter, dann leid gerne, und darum würde ich dich bitten, einfach die Infos weiter. Würde mir wirklich und Happy Hippocampus allgemein mega helfen, wenn wir vielleicht auch über dich dann ja so die richtige Person finden würden und dann eben auch für dich wahrscheinlich dann noch schneller und mehr Merkvideos produzieren können. Und falls du jetzt sagst, oh, Halbtagsjob neben dem normalen Studium ist schwierig irgendwie unter einen Hut zu bringen, dann kann ich dir auch empfehlen, schau einfach mal auf happyhippocampus.com/jobs. Dort findest du auch verschiedene Infos zu Minijobs, denn wir suchen immer mal wieder Minijobs für Drehbuchautoren und Autorinnen oder im Videoschnitt oder für die Vertonung und so weiter. Bewerb dich da auch einfach initial, schick uns eine formlose Mail, ja, häng den Lebenslauf an, und falls wir dann wirklich jemanden suchen, können wir auf dich zukommen. Also da keine falsche Scheu. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wir suchen, wie gesagt, jemanden für den Halbtagsjob mit der Option, dass es auch ein Vollzeitjob draus wird. Und zwar jemanden, der wirklich sehr gute medizinische Kenntnisse mitbringt. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es eine Arzt oder Ärztin sein wird, weil du kennst wahrscheinlich selbst, wenn du jetzt noch Medizin studierst, es ist schwierig, einen Halbtagsjob neben der ganzen Lernerei und so weiter unter einen Hut zu bringen. Aber vielleicht kennst du auch Leute, die bald fertig werden und sagen, boah, sie wollen nicht ja in der Klinik oder in der Praxis versumpfen, möchten vielleicht was anderes machen, dann wäre vielleicht genau ja diese Stelle das Richtige. Welche Vorteile es mit sich bringt, werde ich dir jetzt erzählen. Und falls du eben sagst, du hast keine Zeit für einen Halbtagsjob, schau auf unsere Homepage happyhippocampus.com/jobs. Bewerb dich einfach frei raus, schreib uns eine formlose Mail, häng den Lebenslauf mit dran und schreib uns, ja, welche Stelle du vielleicht in welcher Stelle oder Position du tätig sein möchtest. Und dann können wir dich ja auch anschreiben, wenn wir dann jemanden suchen, und genau, haben dich schon mal auf jeden Fall auf dem Schirm. Okay, jetzt zu den Vorteilen. Wenn du sagst, boah, ob als Minijob oder eben als Halbtagsjob, was sind die Vorteile, wenn du bei Happy Hippocampus bei uns im Team arbeitest? Der krasse Vorteil ist, du bist zeitlich komplett unabhängig, du kannst dir die Zeit einteilen, du kannst früh um 5 arbeiten oder mitten in der Nacht oder ganz normal, was weiß ich, von 9 bis wie auch immer. Also du bist zeitlich komplett flexibel und auch ortsunabhängig. Von Vorteil wäre, wenn du aus Süddeutschland die Richtung kommen würdest, aber ist kein Muss. Wie gesagt, du bist komplett ortsunabhängig, ob du von Bali aus arbeitest oder von Würzburg, wo auch immer du dich gerade befindest, ist komplett möglich. Unser ganzes Team und Happy Hippocampus ist komplett remote und wie gesagt ortsunabhängig unterwegs. Das bringt auch viele Vorteile mit sich, weil du einfach arbeiten kannst, egal wo du dich auf der Welt befindest, was ja eine sehr, sehr große Freiheit mit sich bringt. Genau, also zeitunabhängig. Und kannst eben ortsunabhängig arbeiten, was schon mal zwei, finde ich, sehr große und krasse Vorteile sind. Im Vergleich, wenn du jetzt vielleicht 24-Stunden-Schichten in der Klinik ableisten musst. Und was dieser Halbtagsjob auch mit sich bringt, du kannst dich kreativ sehr, sehr ausleben mit Schreiben von Drehbüchern, welche Aufgaben ja dich dann erwarten, das werde ich gleich auch noch erzählen. Du arbeitest in einem jungen, dynamischen, kreativen Team mit und kannst wirklich das Startup oder uns von Happy Hippocampus wirklich ja unterstützen, mitwirken. Es ist auch nicht so, dass du einfach nur Arbeit ja nach Anweisung machen musst. Du kannst mitdenken, du kannst neue Ideen bei uns bei Happy Hippocampus mit einbringen und auch umsetzen. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen und die Arbeit ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Wie gesagt, was dich dann erwartet, welche Arbeiten und so weiter, gleich dazu mehr. Noch zu den Vorteilen kurz. Außerdem wirst du wirklich von mir quasi gecoacht zu den Lerntechniken, wie man so Gedächtnispaläste optimal baut, wie man die Lerntechniken dann wirklich auch in Drehbücher verpackt. Du wirst dann von meiner ganzen Erfahrung auch über die letzten 10, 15 Jahren mit diesen Lerntechniken beigebracht bekommen. Du wirst quasi ganz eng mit mir zusammenarbeiten, um dann eben auch ja unsere Drehbücher, Skripten zu schreiben für unsere Merkvideos, Gedächtnispaläste und so weiter, und wirst da wirklich ja von meinem ganzen Wissen zu den Lerntechniken, zum Auswendiglernen im Studium und so weiter, ja wirklich von meinem ganzen Wissen profitieren und wirst da quasi an die Hand genommen und wirst sehr detailliert eingewiesen und so weiter. Dann, wenn du sagst, boah, du hast vielleicht Medizin studiert,
willst aber trotzdem ja Leuten helfen und sagst jetzt, okay, in der Klinik kann ich irgendwie Leuten ja vielleicht viel besser helfen, scheint vielleicht im ersten Moment, aber ich kann dir sagen, ich selbst habe ja auch Medizin studiert und mit Happy Hippocampus konnte ich wahrscheinlich schon mehreren, auch angehenden Ärzten und Ärztinnen helfen, indem tausende Leute schon unsere Videos und unser Lernpaket genutzt haben oder bald haben wir 1 Million Klicks auf unseren YouTube-Kanal erreicht, was auch verrückt und krass ist. Und wenn man sich überlegt, wie vielen Leuten man einfach damit helfen kann, kann ich dir nur sagen, es ist eine sehr, sehr befriedigende Arbeit, weil man eben sieht, mit der Arbeit, wie viel Mehrwert, ja, und wie viel Menschen man einfach damit helfen kann, indem man eben das Lernen, das Auswendiglernen, gerade im Medizinstudium, den Leuten einfach, ja, vereinfacht. Wie gesagt, die Arbeit ist sehr, sehr abwechslungsreich. Du kannst in den verschiedenen Bereichen tätig werden. Es ist auch so, dass du mich bei vielen Dingen dann unterstützen kannst im Kundenservice und so weiter. Also es gibt dann echt viele Optionen, wo du ja tätig werden kannst. Und besonders aber, wie gesagt, und das führt uns eben zum nächsten Punkt, was erwartet dich eben, wenn du den Halbtagsjob bekommen solltest? Und was sind jetzt eben die Aufgaben, die dich erwarten werden, wenn du den Halbtagsjob ja bekommen solltest? Eine große Aufgabe ist eben, dass unser Team für die Videoproduktion anzuleiten und mit die Verantwortung eben zu übernehmen, wo du auch sehr involviert sein wirst, eben im Schreiben von Skripten, Drehbüchern für unsere Merkvideos, für unsere Gedächtnispaläste und eben das Ganze mit zu organisieren, genau diesen ganzen Prozess vom Skriptenschreiben bis Vertonung bis Videoschnitt. Genau, also das ist so der ja, Hauptpunkt quasi. Deswegen ist eben wichtig, dass du wirklich medizinisches, sehr gutes Wissen mitbringst, ob Pharmazie, Anatomie und so weiter. Wenn du sagst, du hast jetzt nicht Medizin studiert, kann es auch sein, dass du vielleicht andere Sachen gemacht hast, wo du wirklich trotzdem diese Fachexpertise, dieses medizinische Wissen mitbringst, dann bewerb dich trotzdem. Genau. Aber wahrscheinlich ist es so, dass du Medizin studieren haben solltest. Du brauchst auch keine Approbation oder so, sondern ja, wenn du zumindest die Themen schon mal irgendwann gelernt hast, ist es höchstwahrscheinlich ausreichend, aber das wird man dann in einem Gespräch auch rausfinden, ja, ob du dann die passende Person für den Job bist. Was da eben noch mit reinspielt, du wirst auch zum Beispiel Übersichtsgrafiken erstellen, du wirst auch Sachen von anderen Leuten korrigieren, zum Beispiel andere Drehbücher von anderen Leuten, ja, die Videos am Ende final nochmal anschauen und Korrektur schauen oder Drehbücher, wie gesagt, Korrektur lesen. Und vieles mehr. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und du kannst dich kreativ, ob das in Drehbüchern ist oder auch bei Social Media, wenn du Post-Ideen oder wie auch immer hast. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo du dich dann einbringen kannst. Was auch noch cool ist, dass du wirklich direkt involviert bist, um verschiedene Arbeitsabläufe zu strukturieren und ja einfach diesen ganzen Apparat der Videoproduktion ja mit richtig in Schwung bringst. Und was da eben auch noch mit einfließt, dass du mit mir zusammen versuchst, ja wirklich diesen Workflow der Videoproduktion zu strukturieren, neue Strukturen aufzubauen, damit es einfach noch schneller, dass wir noch besser und ja effizienter einfach Merkvideos produzieren können. Was auch noch hinzukommt, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass du mich zum Beispiel im Kundenservice unterstützen wirst oder auch im Marketing oder je nachdem, wie du Lust und Laune hast, zum Beispiel auch bei Social Media mir hilfst und so weiter. Und wie gesagt, gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo du dich dann kreativ auch einbringen kannst oder anderweitig mit Ideen und so weiter einbringen kannst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich suche wirklich auch jemanden, der ja in so einem Startup gerne arbeiten möchte, sich da einbringen möchte, Happy Hippocampus einfach mit vorantreiben möchte. Genau. Ansonsten, was solltest du noch für Fähigkeiten mitbringen? Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass du teamfähig bist. Wir sind noch ein relativ kleines, überschaubares Team. Da muss es einfach passen zwischen den Leuten und ja, wir suchen jemanden, der sich da einfach gut ins Team ja einfinden kann und ja einfach wirklich teamfähig ist und auch ein Team eben ja ein bisschen leiten kann. Du brauchst jetzt auch keine ja schon Erfahrungen irgendwie im Management- und Teamführungsbereich. Genau. Ansonsten, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, dass du einfach zuverlässig und gewissenhaft bist, gerade bei den Merkvideos. Ist natürlich das Hauptding, dass wir keine Fehler in unsere Videos reinbauen und so weiter. Deswegen ist dann gewisser Perfektionismus auch nicht verkehrt. Und was natürlich auch ein wichtiger Teil ist, dass du kreativ bist, gerade beim Drehbuchschreiben, Gedächtnispaläste überlegen, brauchst natürlich eine gewisse Portion Kreativität. Auch da, wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich so mega kreativ bin. Ich dachte früher auch, ich bin nicht so kreativ und da werde ich dich auch anleiten und zeigen, wie du wieder so in deine kreative Kraft quasi kommen kannst und wie du einfach deine Kreativität auch trainieren kannst. Also falls du jetzt denkst, oh, ich bin vielleicht doch nicht so kreativ, bewerb dich trotzdem und dann werden wir schauen, ob das soweit passt.
Was außerdem noch wünschenswert wäre, was jetzt aber nicht Pflicht ist, wenn du vielleicht uns schon kennst, unsere Merkvideos schon kennst, vielleicht manche auch schon geschaut hast oder vielleicht sogar schon unser Lernpaket ja, genutzt hast oder unseren YouTube-Kanal folgst und da schon manches kennst. Was auch wünschenswert wäre, wenn du eben schon die Loki-Methode oder das Bauen von Gedächtnispalästen kannst. Keine Grundvoraussetzung, wie gesagt, das würde ich dir auch beibringen. Aber es wäre cool, wenn du vielleicht da schon die ein oder andere Erfahrung gemacht hast oder in deinem eigenen Studium vielleicht das schon ein bisschen angewandt hast. Also das wäre auf jeden Fall auch cool. Wie gesagt, aber kein Muss. Dann, was auch noch wünschenswert wäre, wenn du eben ja dich eloquent ausdrücken kannst, wenn du einfach auch Spaß hast am Schreiben von Drehbüchern, Texten und so weiter. Was auch noch wichtig ist, wir suchen wirklich jemanden, ja, der sich vorstellen kann, wirklich auch langfristig mit uns zusammenzuarbeiten. Also nicht jemand, der sagt, boah, ich will ein Vierteljahr da kurz ein paar Kröten verdienen und bin dann wieder weg. Ich glaube, das ist für beide Seiten, bis man eingearbeitet ist und so weiter, nicht so wirklich von Vorteil. Von daher suchen wir wirklich, wie gesagt, jemanden, der ja möglichst lang und langfristig sagt, boah, ich kann es mir vorstellen, bei Happy Hippocampus zu arbeiten. Genau. Dann, was auch wünschenswert ist, aber auch wieder kein Muss, wenn du zum Beispiel schon Erfahrung ein bisschen hast mit Social Media und so weiter. Und was auch cool wäre, wenn du aus der Region Süddeutschland Richtung Allgäu so kommen würdest, dann kann man sich eben schneller auch mal live vor Ort treffen. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Du kannst theoretisch auch von was weiß ich woher kommen. Und es ist auf jeden Fall auch kein Problem. Ja, falls du jetzt noch Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Schick deine Bewerbung an jobs@happyhippocampus.com. Und vielleicht ganz kurz noch, wie soll deine Bewerbung aussehen? Du kannst mir erstmal ganz formlos eine E-Mail schreiben an eben jobs@happyhippocampus.com. Kannst schreiben, warum du motiviert bist, ja, bei Happy Hippocampus zu arbeiten. Und kannst auch einfach einen Lebenslauf noch in den Anhang packen. Genau. Und alles weitere, ja, würde ich dir dann per Mail noch sagen. Und genau, wie gesagt, jobs@happyhippocampus.com, da kannst du dich melden. Auch wenn du im Vorfeld noch Fragen haben solltest oder dich noch was interessieren solltest oder noch für dich ja offen geblieben ist. Und wie gesagt, wenn dich die Stellenausschreibung quasi nicht direkt anspricht, schick das Video gerne weiter. Du findest unten auch den Link von der offiziellen Stellenausschreibung, wo nochmal alle Infos, alle Anforderungen und so weiter ja nochmal aufgelistet sind, übersichtlich als PDF-Dokument. Schau dir das auch gerne an oder schick eben den Link oder dieses Dokument weiter. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich von dir vielleicht per Bewerbung ja schon höre. Und vielleicht sehen wir uns dann bald schon beim Vorstellungsgespräch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn du, wie gesagt, sonst Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich es dir gerne. Und wie gesagt, die Bewerbung einfach an jobs@happyhippocampus.com. Dann freue ich mich, wenn wir uns bald vielleicht schon persönlich kennenlernen. Mach's gut und bis bald. Ciao.